Während der Fußball-Europameisterschaft ist natürlich Fußball das Thema und in aller Munde. Fußball ist nicht nur in Deutschland unangefochten die Volkssportart schlechthin und begeistert groß und klein, alt und jung. Und genau um die Jungen und auch ganz Jungen geht es in diesem Video. Sie erfahren, was ich als Kinderarzt vom Kinderfußball halte. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Um es vorneweg zu sagen, zunächst ist es mir persönlich egal, welche Art von Bewegung oder welche Art von Sport ein Kind ausübt. Hauptsache, es hat Spaß dabei und es bewegt sich. Denn solange es sich bewegt, hängt es nicht an einem Bildschirm. Was aber zeichnet nun Fußball aus? Fußball gehört zu den Sportarten, die ohne großen Aufwand betrieben werden können. Es braucht nur etwas Platz. Es geht auf Wiese, Rasen oder Teer. Natürlich braucht es einen Ball, der groß oder klein, hart oder weich sein kann und irgendetwas, womit man ein Tor improvisieren kann, zum Beispiel Schulranzen auf dem Schulhof. Die Regeln beim Fußballspiel sind international und einfach, sieht man mal von der Abseitsregel ab. Kurz gesagt, beim Fußball kann jeder, der will, einfach mitmachen. Kinder beobachten ständig alles, was um sie herum passiert und wollen es nachmachen. Und wenn die kleinen fußballspielende Kinder auf dem Bolzplatz sehen und auch noch den Papa oder Opa Fußball gucken sehen, ist es kein Wunder, dass auch schon ein Zweijähriger versucht, den Ball zu kicken, wenn da irgendwo einer rumliegt. Und dagegen habe ich als Kinderarzt natürlich überhaupt nichts. Denn die Vorteile vom Spielen mit dem Ball liegen auf der Hand. Erstens, der Ball ist rund und deshalb ständig in Bewegung, was dazu führt, dass auch das Kind ständig in Bewegung ist. Das fördert zweitens massiv das Gleichgewichtsgefühl. Drittens die Koordination, insbesondere die Auge-Bein-Koordination. Viertens die Kondition. Fußball kann alleine gespielt werden, zum Beispiel gegen das Garagentor, aber natürlich macht es zu mehreren fünftens viel mehr Spaß. Es fördert sechstens das soziale Miteinander und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es braucht siebtens nicht viele Worte. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Und wenn etwas Spaß macht, führt das achtens zur Ausschüttung von Serotonin, dem Glücksgefühlshormon. Und wir wollen doch alle, dass unsere Kinder glücklich sind. Apropos, mir machen sie eine Freude, wenn sie meine Aufklärungsarbeit gut finden. Den Daumen heben, den Kanal abonnieren und ihn weiterempfehlen. Gibt es eine untere Altersgrenze für das Spiel mit dem Ball? Eigentlich nein. Eltern merken sehr schnell, ob der Umgang mit dem Ball einem Kleinkind Freude macht oder nicht. Und dann betone ich noch einmal, welch großen Faktor der Nachahmungstrieb eines Kindes darstellt. Insofern fällt dem Umfeld eine große Rolle zu, wann und in welchem Ausmaß es mit dem Ball spielt. Aber selbst die unsportlichsten Mamas und Omas, Papas und Opas sind in der Lage, irgendwie den Ball mit dem Fuß dem Kind zurückzuspielen. Und wenn Sie als Eltern bemerken, dass Ihr Kind Freude am Fußball hat, dann empfehle ich dringend, es durchaus auch schon als Bambini ein Probetraining im Fußballverein machen zu lassen und wenn es ihm gefällt, es im Verein anzumelden. Dort bekommt es im Idealfall ein altersangepasstes Training mit Aufwärmen. Es lernt dort die richtige Technik und bekommt Kondition. Es lernt andere Kinder mit dem gleichen Interesse kennen. Es lernt, sich in eine sportliche Gemeinschaft einzufügen und an Regeln zu halten, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Ein Sieg lässt sich gemeinsam viel schöner feiern, genauso wie eine Niederlage leichter zu ertragen ist. Das regelmäßige Training hilft bei der Strukturierung des Wochen- und Tagesablaufs und trainiert auch das Pflichtbewusstsein. Ich höre Sie fragen, und wie ist es denn mit dem Verletzungsrisiko? Selbstverständlich können bei jeder sportlichen Betätigung Verletzungen passieren, mit der richtigen Ausrüstung, aber auch mit der richtigen Ausbildung können die Risiken gemildert werden. Demgegenüber stehen die Folgen von Inaktivität. Ein verstauchter Knöchel, ein verdrehtes Knie oder ein Bluterguss durch eine Prellung sind freilich unangenehm, aber nach ein paar wenigen Wochen meistens wieder verheilt. Adipositas, also Fettsucht, als Folge von Inaktivität, ist meistens langwierig und hat für das weitere Leben wesentlich schlimmere Folgen. Unterm Strich halte ich im Prinzip jede sportliche Betätigung von Kindern für sinnvoll, wenn sie dem Kind Spaß macht und nicht zur Überforderung führt. Apropos Überforderung.
Ich hatte kürzlich mit einem Kinderfußballtrainer ein Gespräch, in dem er mir sagte, dass das größere Problem bezüglich Überforderung der Kinder die Eltern selbst sind, die mit ihrem eigenen Ehrgeiz ihre Kinder unnötig unter Druck setzen würden. Mein persönliches Fazit: Der Fußball als Volkssport ist insbesondere für Kinder ein idealer Einstieg in sportliche Betätigung. Und wenn Ihr Kind eines Tages keinen Spaß mehr am Fußball hat, sondern eher am Tischtennis, Badminton, Karate, Handball oder Basketball und so weiter, wo ist das Problem? Hauptsache, es bewegt sich und hat Spaß.